Brauche ich für eine Wärmepumpe unbedingt einen Pufferspeicher oder geht es auch ohne? Wenn ich so einen Speicher brauche, wie sollte der richtig eingebunden werden? Wie groß muss so ein Speicher sein? Vor allem, wenn ich auch vorhabe, mir später vielleicht noch eine PV-Anlage zu holen. Und vor allem die wichtigste Frage, wie kann ich rausfinden, ob der Heizungsbauer, der mir jetzt einen Pufferspeicher plant, ob der überhaupt weiß, was er tut? All das erfährst du in diesem Video. Also, los geht's! So, ich bin hier nochmal mit dem Marcel von SHK Info, weil ich mir jetzt endlich mal erklären lassen wollte, wozu man eigentlich einen Pufferspeicher braucht bei einer Wärmepumpe oder ob man auch komplett darauf verzichten kann. Fangen wir doch erstmal an mit der Variante. In welchem Fall kann ich darauf verzichten? Du kannst auf einen Pufferspeicher häufig verzichten, erstmal wenn die Wärmepumpentechnik das auch hergibt. Also es gibt dann von den Herstellern dann Wärmepumpen, die dann erstmal mit einer Invertertechnik ausgestattet sind und meistens intern auch hydraulisch schon ja, so eine elektronische Regelung haben. Vielleicht sogar mit einem kleinen integrierten Pufferspeicher, aber nur wenige Liter. Und du in einem Neubau bist mit einer Fußbodenheizung. Okay, aber Inverter, das hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Das heißt einfach, dass die Leistung hoch und runter regeln können und nicht einfach die ganze Zeit durch dieselbe Leistung fahren. Genau, man spricht auch von modulieren, ne? Genau, also sie kann die Leistung anpassen an den Bedarf vom Haus. Genau, also zumindest in gewissen Grenzen und gewissen Bereichen kann sie das, genau. Was ist der Vorteil, wenn ich das so mache? Klar, so ein Pufferspeicher bringt mir auch immer ein paar Nachteile. Einmal natürlich, dass ich Wärmeverluste habe in so einem Speicher. Je nachdem, wie groß der ist, gibt der natürlich auch Wärmestrahlung ab. Je nachdem, wie er eingebunden ist, hydraulisch jetzt, kann es auch dazu kommen, dass man tatsächlich mehr Energie benötigt mit einem Pufferspeicher, als wenn ich jetzt keinen habe. Also es kann auch Nachteile haben. Aber manchmal kommen wir halt auch nicht ohne einen Pufferspeicher aus. Wir haben ja auch schon im anderen Video über das Thema Vorlauftemperaturen gesprochen. Und es ist ja ganz einfach logisch, wenn die Wärmepumpe direkt in die Heizung reingeht, dass da keine Temperatur verloren geht. Und wenn ich mit dem Pufferspeicher arbeite, brauche ich immer auch eine höhere Temperatur. Nicht immer, nein. Das kommt dran, wirklich darauf an, wie der Puffer eingebunden ist, wie der jetzt hydraulisch. Okay. Ich weiß nicht, ich kann es dir vielleicht mal kurz aufzeigen. Zeig mir mal, worüber wir reden. Also wir haben ja letzten Endes hier eine Wärmepumpe und sagen wir mal, wir haben jetzt hier einen Pufferspeicher. Im Prinzip ist das ja einfach nur eine Tonne, sage ich jetzt mal. Und da geht ja dann hier nachher die Vorlaufleitung in den Puffer rein. Und aus dem Puffer kommt auch wieder eine Rücklaufleitung zurück. Und hier strömt ja dann das Wasser. Und auf der anderen Seite haben wir unseren Heizkreis. So, da geht ja dann Vorlauf aus dem Puffer raus. Wir haben hier dann eine Heizkreispumpe, das kennt jeder. Und dann geht das hier oben in unsere Heizkörper oder unsere Fußbodenheizung. Und nachher geht es ja mit einem Rücklauf hier wieder zurück und das geht hier in den Puffer. So, jetzt kann man sich ja vorstellen, dass innerhalb des Pufferspeichers, das ist in diesem Fall nicht nur ein Puffer, sondern gleichzeitig auch eine hydraulische Weiche, strömt ja hier das Vorlaufwasser hier quasi im Puffer über in den Rücklauf, in den Vorlauf und auch hier unten strömt das Rücklaufwasser so. Das wäre jetzt natürlich der Idealfall. Mhm. Ist allerdings nicht so. Das ist jetzt hier ein sogenannter parallel eingebundener Puffer. Ich schreibe es mal hier hin. Parallel. Da kommt es allerdings zu sogenannten Überströmungen. Das heißt, es ist ja nicht sichergestellt, dass der gesamte Volumenstrom aus dem Vorlauf der Wärmepumpe auch wirklich im Heizkreis landet. Das heißt, eine sogenannte Überströmung stellt sich hier teilweise ein. Genau, was ist Volumenstrom nochmal kurz? Das ist einfach, wie viel Liter pro Stunde da durchgehen. Also okay. Volumenstrom ist dann, ich kann es ja auch mal hier reinschreiben, sagen wir mal hier bei so einer Wärmepumpe kommen hier zum Beispiel 800 Liter pro Stunde, die hier Richtung Puffer strömen, ja? Ja. Und sagen wir mal, hier oben bei deiner Fußbodenheizung oder bei deinen Heizkörpern brauchst du vielleicht gerade 600 Liter pro Stunde bei einer gewissen Spreizung, Temperaturspreizung, ne, die hier dann steht. Das ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf, ist Spreizung. Genau, richtig. Das hast du ja schon mal in deinem Video ganz gut erklärt. Sagen wir mal, wir haben hier 50 Grad Celsius Vorlauf und im Rücklauf kommen wir hier mit 40 Grad zurück. Dann haben wir ja hier eine Spreizung von 10 Kelvin. Ne? Ja. So geht es ja dann. Und hier geht das Rücklaufwasser zurück. So, und du siehst schon, wir haben unterschiedliche Volumenströme, also 800 Liter und 600 Liter. Da sind ja 200 Liter Differenz. Und das spiegelt sich hier wieder im Rahmen einer gewissen Überströmung. Damit das temperaturmäßig sich jetzt nicht alles so vermischt, das Wasser, haben viele Hersteller hier drin so verschiedene Bauteile eingebaut. Das nennt sich dann meistens Prallplatten. Also kannst du dir vorstellen, hier ist einfach so eine Metallplatte eingebaut, um halt diese thermische Durchmischung möglichst gering zu halten. Damit da nicht so viel von dem, was wollen wir denn hier? Wir wollen nicht, dass so viel kaltes Wasser
Genau, aber gelingt natürlich nur in Grenzen. Also hier ist natürlich eine Öffnung, ne? Und da gibt es immer eine thermische Mischung und teilweise kann es dann dazu führen, dass du in deiner Wärmepumpe bis zu 5 Kelvin mehr Vorlauftemperatur brauchst, als was hier hinten aus dem am Heizkreis ankommt. Das heißt, die Wärmepumpe muss jetzt 55 Grad Celsius Vorlauf liefern, damit hier hinten am Heizkreis die 50 Grad ankommen, aufgrund dieser thermischen Vermischung in einem parallel angeschlossenen Pufferspeicher. Okay, durch diese 5 Grad höhere Vorlauftemperatur verlieren wir 10% an der Effizienz, oder? Genau, wir können es ja nochmal hier reinschreiben. Wir brauchen 10% mehr Leistung für dieselbe Wärme. 10% haben wir hier teilweise an Wärmeverlusten, genau, ja, okay, die man da brauchen kann. Ganz genau. Das ist jetzt eine Variante, wie man so einen Puffer einbinden kann. Das andere ist dann in Reihe geschalteter Puffer. Ne? Eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt. Mit dem System, was du da hast, kannst du ja auch das warme Wasser betreiben. Wie würde? Ja, das gibt's auch. Hier im Pufferspeicher befindet sich dann im oberen Bereich meistens nochmal eine Art kleiner Speicher oder Thermosiphon kann man das dann auch nennen, der hier nochmal eingebaut ist. Darin befindet sich auch Pufferwasser und dazu kommt meistens dann hier vorne so eine Frischwasserstation, ja, die dann uns quasi das warme Vorlaufwasser von hier oben aus dem Speicher abzapft und hier in eine Frischwasserstation in einen Wärmetauscher überträgt, der natürlich wieder Rücklaufwasser hier zurückliefert und du siehst, hier ist so ein Thermosiphon drin, weil wir im oberen Speicherbereich ja teilweise dann höhere Temperaturen nochmal fahren, je nachdem, was ich dann an Warmwasserzapftemperatur einstelle. So, und unser Warmwasser ist ja immer grün, das heißt, wir haben hier eine Kaltwasserleitung, die geht dann hier in unsere Frischwasserstation rein, geht über einen Wärmetauscher und kommt wieder warm, ja, mit unserer benötigten Warmwassertemperatur dort raus. Und hier in der Mitte ist halt ein Wärmetauscher, ein Plattenwärmetauscher. Wie würde ich das denn jetzt in der Variante ohne Pufferspeicher lösen bei einer Wärmepumpe? Ohne Pufferspeicher hast du dann einen extra Warmwasserspeicher, zum Beispiel 200 oder 300 Liter nur für Warmwasser. Der ist dann komplett gefüllt mit Trinkwasser. Und dann kann die Wärmepumpe entweder umschalten, schicke ich jetzt meine Wärme Richtung Heizkreis oder Richtung Warmwasserspeicher. Dann ist da ein Umschaltventil zwischen, wo da einfach gesagt wird, wo soll die Wärme jetzt hingeschickt werden. Woher weiß denn die Wärmepumpe überhaupt, wo die Wärme hin soll? Oder wie kriegt sie die Wärme da hoch? Steigt das einfach von Natur aus da hoch? Nein, das läuft ein bisschen anders. Also erstmal haben wir Temperaturfühler. Das heißt, hier am Speicher außerhalb sind meistens so 2 oder 3 Fühler auf verschiedenen Ebenen. Und dieser obere Fühler, der misst natürlich, was für eine Temperatur haben wir hier oben im Speicher. Und letzten Endes gibt es dann hier vorne ein Umschaltventil, ja, was dann sagt, soll die Wärme hier unten rein oder soll sie dann hier oben rein gefördert werden. Und dann schickt der halt die Wärme hier in den oberen Bereich des Speichers. Das heißt, wenn wir jetzt hier nicht 50 Grad hätten, sondern da nur 30 Grad, dann könnte man trotzdem auch warmes Wasser mit der Wärmepumpe bekommen? Ja, das würde auch gehen. Das heißt, wenn du hier jetzt eine Fußbodenheizung hast, können wir eben 30 Grad Celsius machen, dann kannst du hier trotzdem zum Beispiel deine 47 Grad oder sowas fahren. Ja? Genau. Okay. Und der untere Speicherbereich hier unten bleibt unterhalb des Thermosiphons trotzdem in dem kälteren Bereich. Also durch dieses Thermosiphon-Prinzip schafft man es, dass der Speicher, trotz dass es ein großer Speicher ist, dass sich verschiedene thermische Schichten aufbauen da drin. Wenn wir jetzt hier auf die 30 Grad wollen, dann müsste die Wärmepumpe die meiste Zeit mit 35 Grad laufen. Und dann ab und zu, wenn sie hier die Temperatur von 47 Grad erreichen will, dann würde sie auf höher fahren, also 47 oder dann wahrscheinlich 50 Grad oder so fahren, wahrscheinlich, um die 47 Grad an der Stelle zu erreichen. Und in dem Moment ist aber auch gar keine, also kriegt die Heizung keine Wärme mehr ab, oder wie funktioniert das dann? Genau, in dem Moment ist auch hier die Vorlaufpumpe dann abgeschaltet, ja, diese hier wird dann weggeschaltet. Das heißt, also sozusagen dieser Kreislauf steuert alles, der ist immer, also der wird zuerst gefüllt, dass die Heizung immer genug warmes Wasser hat, und wenn dann ein Leerlauf ist bei der Wärmepumpe, dann wird der Speicher für das Brauchwasser. Es ist genau umgekehrt. Ach so, ja. Warmwasser hat tatsächlich Vorrang. Das heißt, die Wärmepumpe wird immer hier zusehen, dass hier oben Warmwasser ist, weil ein Nutzer wird ja sofort merken, wenn das Wasser kalt ist. Wenn du zapfst oder duschst, merkst du es sofort. Aber wenn mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde mal die Fußbodenheizung keine Wärme bekommt, merkst du das ja nicht sofort. Der Raum kühlt ja nicht plötzlich aus. Deswegen hat grundsätzlich Warmwasser auch immer Vorrang. Und man sollte natürlich hier darauf achten, dass so ein Warmwasserspeicher auch auf so einen Tagesbedarf dann ausgelegt ist. Nicht, dass die Wärmepumpe mehrmals am Tag dann aufheizt
lassen muss, sondern Idealfall einmal Warmwasser voll macht und das reicht dann für die ganze Familie, ja, für den ganzen Tag. Ja? Also auch das, ja, Volumen muss dann natürlich passend gerechnet werden. Wenn er dann hier die Zieltemperatur erreicht hat, dann schaltet er um und fährt dann hier in den Heizkreis rein. Okay. Ne? Genau. Dann frage ich mich, wie schlau ist denn die Wärmepumpe? Also tagsüber, wenn es draußen wärmer ist, müsste sie ja ein bisschen effizienter sein, als wenn es nachts kalt ist. Also ist, ja, das, weiß sie das oder ist es dann Zufall? Wann sie das Warmwasser macht? Das kannst du in den meisten Regelungen ja selber einstellen. Du kannst, mhm, sagen, dass sie nachts kein Warmwasser bereiten soll. Du kannst dann sagen, ich brauche morgens erst um 8 Uhr Warmwasser. Ja. Und dann fängt die halt erst ab 8 Uhr an, das Warmwasser zu bereiten. Okay, verstehe. Genau, das kannst du ein bisschen mitsteuern. Manchmal kann man damit ja auch ein bisschen spielen. Du kannst ja auch sagen, wenn du eine PV-Anlage zum Beispiel hast, mhm, die mehr Strom liefert und die liefert mir ja morgens eher weniger Strom, ja, wenn die Sonne aufgeht, je nachdem, welche Ausrichtung deine PV-Anlage natürlich hat. Aber sagen wir mal, du hast eine Westausrichtung, wenn du in den Abendstunden PV-Strom hast, ja, dann nutzt doch diesen Strom und sag, Mensch, ich mache abends hier oben meinen Warmwasserspeicher voll. Mhm. So, und dann ist der ja am nächsten Morgen noch gefüllt. Ja. So, und jetzt je nachdem, wie der Tagesverlauf so ist und ob du überhaupt Strom vom Dach kriegst, falls nicht, dann sagst du, Mensch, wenn bis 14 Uhr hier das Warmwasser nicht geladen werden konnte, dann soll sie bitte angehen. Also da kann man über diese Zeitsteuerung, ja, so ein bisschen spielen, dann, wie man das braucht. Ne? Okay, super. Kann man machen, genau. Also da, aber da ist ja jede Anlage extrem individuell. Mhm. Ne? Wenn du PV noch nutzen willst, wenn das, ja, Ganze noch intelligent sein soll. Machen wir noch ein eigenes Video zu. Genau, ihr seid ich ja, auf jeden seid Fall, ja mache ich auf jeden dabei. Fall noch ein eigenes, genau, Video dazu. Also von da Kanal abonnieren. Gut, eine andere Variante wäre natürlich, also hier ist das mit der thermischen Durchmischung. Dieses System, so wie wir es jetzt hier gezeichnet haben, würde man eher, ja, viele würden sogar sagen, das ist eine Energievernichtungsanlage, dass das eher eine schlechte Variante ist, diesen parallel eingebundenen, ja, Puffer, weil wir diese thermischen Verluste haben. Warum macht man das dann? Ja, manchmal brauchen wir das, weil uns das Vorteile auch ergibt, aus diesem Puffer das Ganze zu fahren, aber also vor allem auch so bei größeren Anlagen zum Beispiel kann man das dann gut nutzen, ne, mit so einem Puffer. Oder wenn wir zum Beispiel noch andere Energiequellen haben, wie zum Beispiel ein Gasbrennwertgerät, könnte ich jetzt sehr einfach hier einbinden. Einfach indem ich diesen Puffer hier entsprechend noch belade über den Gasbrennwert. Also bei Hybridanlagen kann man das zum Beispiel richtig, ja, gut nutzen. Oder wenn ich noch einen Holzkamin habe mit einer Wassertasche. Da habe ich vor allem hier ein schönes, großes Puffervolumen, wo ich den nutzen kann. Dann bringt, ja, mir das Vorteile, wenn ich also mehrere Wärmeerzeuger habe. Ansonsten habe ich nur die Wärmepumpe, bevorzugt man meistens auch einen Pufferspeicher, der in Reihe geschaltet ist. Fangen wir an hier vorne mit dem Wärmeerzeuger oder mit der Wärmepumpe. So. Und meistens die Reihenpufferspeicher sind deutlich kleiner, 40 Liter, 50 Liter bis so oder 100 Liter, ne, teilweise. Mhm. Und dann gehen wir aus der Wärmepumpe mit dem Vorlauf, gehen wir direkt in einen Heizkreis, in unsere Wärmeabnahme. Dann kommen wir mit dem Rücklauf wieder zurück und der Puffer ist in dem Rücklauf quasi mit eingebunden. Oder können wir auch hier dann den Strich zeichnen. So. Ja. Das ist jetzt ein Puffer, der hier in Reihe eingebaut ist. So, hier oben sind ja Ventile drin, an jedem Heizkörper. Wenn die jetzt natürlich alle zufahren, ja, ja, was passiert dann? Dann geht die Wärmepumpe plötzlich aus. Das will man aber verhindern. Deswegen gibt es hier noch eine sogenannte Überströmstrecke. Und da ist dann ein Überströmventil nochmal eingebaut, was halt hier entsprechend auch eingestellt wird. Mhm. Das heißt, wenn der Volumenstrom nicht mehr hierher läuft, ja, nicht mehr hier komplett geht, dann öffnet irgendwann dieses Ventil und hat hier so eine Kurzschlussstrecke. Und wie du siehst, läuft dann hier das Wasser noch weiter im Kreis. Das heißt, weil die Wärmepumpe geht hier auch direkt in den Heizkreis. Genau. Das heißt, wenn wir 35 Grad brauchen, brauchen wir auch nur dann 35 muss die Wärmepumpe auch nur 35 Grad das machen. Das bleibt bei den 35 Grad. Das heißt, die ist sozusagen 10% effizienter. Das kann man so sagen, genau. Okay. Es gibt zwar mittlerweile auch Hersteller, die auch parallele Pufferspeicher anbieten, die nur noch 1,5 Kelvin Übertemperatur oder unter 1 Kelvin brauchen. Das ist jetzt auch recht neu. Mhm. Genau. Aber da habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit. Es, ja, ist noch zu neu, ob das so wirklich sich einstellt und funktioniert. Das, ne, ist heißt jetzt auch, nicht nur bei den Wärmepumpen gibt es gerade viel Innovation, sondern auch bei den Pufferspeichern. Auch bei den Pufferspeichern, ist da gerade, genau, richtig was los, dass da sozusagen die, ja, Forschung ganz neue Sachen entwickelt, weil wir halt ganz neue Probleme haben. Weil bei den alten Heizungen war es vollkommen egal, ob da jetzt 5 Grad, genau, mehr oder weniger Vorlauf sind. Du kannst dir ja vorstellen, dass über die Geometrie des Speichers, ich sag mal Höhe und Durchmesser und wie die Platten innen drin, ja, angeordnet sind, dass man da diese thermische Trennung besser hinbekommt, auch, ja, auf kleinen Raum. Und da
versucht man natürlich viel und da kommt auch noch mehr, denke ich. Spannend. Weil der parallele Puffer bringt uns natürlich auch Vorteile. Du siehst, hier ist ein zusätzliches Bauteil drin. Das ist ein federbelastetes Bauteil. Das muss erstens richtig eingestellt werden. Ja. Dann ist da eine Feder drin, die muss auch dauerhaft funktionieren. Stell dir mal vor, das Ventil sitzt fest. Ja, dann bringt dir das alles wieder gar nichts. Dann hast oder du hier es nur ist noch halt einfach offen, dann wird die Heizung nicht mehr warm. Es ist nur noch offen, es schließt nicht mehr richtig, es ist vielleicht undicht, das kann ja auch passieren. Da ist ein Bauteil drin mit einer Feder, mit einer Dichtung, die kann undicht sein. Dann hast du ja hier sowieso wieder eine Fehlströmung, eine Durchmischung. Okay. Und das kann natürlich auch in diesem Fall dann passieren, aber das hat dann was mit Wartung und Überprüfung der Anlage zu tun, ne? Dass man das prüft. Und sonst, wenn das fest sitzt zum Beispiel oder gar nicht richtig eingestellt ist, öffnet es vielleicht gar nicht. Ja, und dann hast du einfach hier oben ja nur noch deine Thermostatköpfe, die dann auf und zu machen. Wenn er zumacht, dann Wärmepumpe zu, dann bringt dir auch der Reihenpufferspeicher wieder gar nichts. Ne? Genau, also der Pufferspeicher wird dann nochmal zu der Logik, wenn die Wärmepumpe jetzt losläuft. Genau, dann und dann ist sie irgendwann, macht sie erstmal den Heizkreis sozusagen warm. Genau. Wenn dann genug Wärme in der Wohnung ist, dann läuft sie aber noch weiter, bis sie dann merkt, dass der Pufferspeicher auch voll ist mit der nötigen Wärme. Also im Endeffekt guckt die Wärmepumpe, wie kalt kommt das Wasser zurück oder was ist, wonach wird die gestartet und gestoppt. Genau, ja, bis dann irgendwann ein gewisses Delta-Theta nicht mehr erreicht ist, bis dann weiß sie ja, dass hier alles vollgeladen ist, dass der Puffer auch voll ist und dann geht sie natürlich. Wenn das Wasser wieder warm zurückkommt, dann weiß sie, jetzt ist zu Ende. Okay. Genau, irgendwann ist ja keine Temperaturspreizung mehr da, dann schaltet sie ab. Aber dann ist ja dieser ganze Kreis durchgeladen, also dieser ganze Puffer ist ja dann mit aufgeheizt. Mhm. Ja. Und wenn dann wieder hier oben eine Anforderung kommt an unserem Vorlauf, das heißt, der Raum will jetzt wieder heizen, dann läuft natürlich die Pumpe hier wieder an. Okay, sie sitzt natürlich dann im Rücklauf meistens bei einer Wärmepumpe. Hier ist ja dann die Umwälzpumpe drin, ne? Die ja uns dann das Wasser hier rausschickt. Ja. Die läuft dann wieder an, aber die Wärmepumpe muss in dem Moment noch nicht arbeiten, weil sie kann ja die Energie aus dem Puffer nehmen. Ja. Bedeutet, die Wärmepumpe läuft länger, weil sie ja den Puffer erst belädt. Mhm. Und wenn sie später wieder eine Wärmeanforderung im System hat, dann nimmt sie ja erst die Wärme aus dem Puffer. Das heißt, die läuft auch erst später wieder an. Bedeutet, wir haben längere Ausschaltzeiten und längere Einschaltzeiten. Also dieses Takten ist dann weg. Genau, und da für euch noch zum Verständnis. Der Vorteil, wenn die, also jedes Mal, wenn die Wärmepumpe anläuft, ist sie am Anfang extrem ineffizient. Also die verbraucht wahrscheinlich mehr als 1 kW, um das erste Kilowatt an Wärmeleistung abzugeben. Aber je länger sie durchläuft, desto besser wird die wird da die Leistung, die... Ja, man kann sich ja vorstellen, du hast ja dein pH-Diagramm so gezeigt, was für hohe Drücke notwendig sind. Ja. Und jetzt sagen wir mal, du hast ja in so einem Kältekreis dann Drücke, ich sag mal, wenn der aus ist, der Kältekreis, hast du ja vielleicht so 8 Bar zum Beispiel. Hm. Und wenn du jetzt eine Vorlauftemperatur von, sagen wir mal, 50 Grad haben willst, auf was, wie viel Bar bist du da so gekommen ungefähr? Ihr kommt darauf an, welches Kältemittel. Ich weiß nicht, 36 Bar oder irgendwie so. Also wäre schon viel, aber so 30 Bar kannst du schon mal sein. Dann musst du ja erstmal dieser Verdichter von 8 Bar auf 30 Bar hochpumpen. Hm. Und da, oder verdichten, komprimieren, nicht pumpen, spricht man ja nicht, komprimieren heißt es. Ja, von 8 auf 30 und das dauert eine Zeit, das dauert eine Minute, manchmal sogar bis zu 2 Minuten, bis dieser Druck aufgebaut ist und erst dann liefert mir die Wärmepumpe hier meine Temperatur und in diesen 2 Minuten hat die Wärmepumpe Strom verbraucht und ich konnte mit nichts anfangen. Ja. So, und jetzt überlege ich mal, eine Wärmepumpe würde nur 10 Minuten laufen. Ja, dann hättest du 20% von dem Zeitraum verloren. Die du gar nicht nutzt von der Energie. So, und dann, so, dann lieber eine Wärmepumpe, die 30, 40 Minuten, 60 Minuten durchläuft, weil die 2 Minuten vorne bleiben ja gleich. Ja. So, da, so mal so der Anteil, warum eine Wärmepumpe, die taktet, auch deutlich mehr Strom verbraucht. Ja, gut. Also wir haben den Pufferspeicher. Wo ist denn jetzt da mein Brauchwasser? Das kommt nochmal extra. Das also heißt, da gibt es nochmal ein paar, also genauso wie bei der Wärmepumpe, die direkt reingeht ohne Pufferspeicher in die Fußbodenheizung. Das ist quasi dasselbe System. Habe ich nochmal hier irgendwo ein Ventil. Du machst hier nochmal... einen normalen Warmwasserspeicher, zum Beispiel 200 Liter oder sowas oder 250 Liter sind auch spezielle Wärmepumpen-Warmwasserspeicher. Ja, da kann man nicht jeden Warmwasserspeicher für benutzen. Und dann hast du hier in der Regel ein Umschaltventil, was dann sagt, soll die Wärme hier Richtung Heizkreis oder soll die Wärme hier oben in meinen Warmwasserspeicher. Und hier ist ja dann ein sehr großes Heizregister drin, ja, also was über den ganzen Speicher geht. Und dann geht es ja hier wieder zurück in den Rücklauf zur Wärmepumpe. Okay. Also das für alle draußen auch als Tipp. Werden wir oft gefragt, ob ich meinen vorhandenen Warmwasserspeicher weiter nutzen kann. Oder ich habe vielleicht schon einen Solarwarmwasserspeicher. Das geht nicht, weil die alten Warmwasserspeicher innen drin eine deutlich kleinere Wärmeübertragerfläche hatten.
Und woran liegt das? Wir fahren ja, wenn wir sagen, beim Wasserspeicher 55 Grad haben wollen, dann, was hat man früher bei einer alten Heizung gemacht? Dann hat die einfach 70 Grad Vorlauftemperatur geliefert. Dann war das egal, wie groß der Wärmetauscher war. Wir hatten eine sehr hohe Übertemperatur, sehr viel Energie konnte darüber übertragen werden. Jetzt, wenn wir 55 Grad haben wollen, fährt die Wärmepumpe auch nur 55 Grad im Vorlauf. Wir haben also keine extreme Übertemperatur. Und um das zu kompensieren, brauchen wir extrem große Wärmeübertragerflächen in so einem Warmwasserspeicher. Also da sollte man dann auch drauf achten. Ja, genau. Warum nehme ich jetzt nicht an der Stelle einen riesengroßen Puffer, wenn das so gut ist, wenn die Wärmepumpe lange läuft? Also ein Puffer sollte auch nicht zu groß dimensioniert sein, weil wir da auch, wie schon mal eben gesagt, auch Wärmeverluste drüber haben über so einen Pufferspeicher und irgendwann macht es dann halt keinen Sinn. Okay. Also so als kurze Richtwert, also erstmal erfahrungsgemäß, also es gibt einmal natürlich unsere VDI-Richtlinie, die gibt, sagt so 20 Liter je kW, sollte man ungefähr rechnen. Hast du jetzt also 10 kW Wärmepumpe, dann hast du einen 200 Liter Pufferspeicher. Das ist das, was uns so eine VDI-Planungsrichtlinie vorgibt. Es gibt aber auch noch Herstellervorgaben. Das heißt, ein Hersteller kann ja seine Systeme auch anders planen oder rechnen. Aber die Vorgaben kann ich ja auch einhalten. Und dann so in der Regel, wenn du eine 15 kW Wärmepumpe hast, reicht dir auch ein 100 Liter Pufferspeicher. Und da würde ich mich auch an die Herstellervorgaben richten. Die sind ein bisschen kleiner nämlich. Und so eine 10 kW Wärmepumpe, da reicht dann auch schon mal ein 50 Liter Pufferspeicher. Okay. Also anders als bei der Norm. Wann wir einen größeren Pufferspeicher brauchen, ist zum Beispiel bei Sperrzeiten. Wenn also unser Stromtarif eine Sperrzeit vorsieht, weil ich einen Wärmepumpentarif habe, zum Beispiel 2-3 Stunden am Tag, dann muss ich meine Wärmepumpe in 21 Stunden das gleiche leisten wie in 24 Stunden und ich muss für diese Zeit das auch überbrücken können. Muss quasi für 3 Stunden genug Wärme in dem Speicher unterbringen können, damit mir nicht kalt wird. Genau, und dafür wird er dann auch nochmal entsprechend dimensioniert. Genau. Ja, wofür kann man noch einen Warmwasserspeicher nutzen? Pufferspeicher, wo er dann auch ein bisschen größer wird. Es gibt bei vielen Wärmepumpen ja so einen Nachtmodus, dass die nachts leiser ist, weil sie dann ihre Leistung reduziert. Ja. Aber du müsstest ja für den Nachtbetrieb doch trotzdem noch was speichern, damit bei der reduzierten Leistung trotzdem noch genug Wärmeversorgung für dein Haus ist. Auch da würde man das mit einem Pufferspeicher lösen, dass der das für die Nacht puffert. Oder wenn man eine PV-Anlage hat, dass man auch im Pufferspeicher Wärme einspeichern kann. Das ist auch nochmal eine Variante. Ne? Sagen wir mal, du hast vielleicht einen 800 Liter Pufferspeicher bei dir drin. Dann kann ja die PV-Anlage deinen Pufferspeicher komplett vollladen, wenn du möchtest, mit elektrischem Strom. So, allerdings musst du auch wieder sagen, ein 800-Liter-Speicher hat wieder viel mehr Wärmeverlust. Ja, okay, verstehe ich. Noch eine Frage. Wenn ich jetzt einen Heizungsbauer beauftrage, wird er immer genau automatisch das Richtige machen oder macht es Sinn, dass ich dann nochmal nachfrage, wie er das aufbaut? Und wie bringe ich ihm bei, dass er es anders machen soll? Erstmal muss er richtig planen können, wie groß der ist. Also man könnte einen Heizungsbauer erstmal fragen, warum entscheidet er sich jetzt für welche Größe? Das wäre mal so eine Frage, die ich jetzt einem Heizungsbauer stellen würde. Und dann würde ich jetzt als Endkunde, als Tipp für euch draußen, einfach mal schauen, ja, wie reagiert er darauf? Gibt ihr euch jetzt die Antwort, warum habe ich mich für diese Größe entschieden? Warum biete ich dir diese Größe an? Weil wenn ihr 3 Angebote anfragt, werdet ihr 3 verschiedene Pufferspeichergrößen sicherlich darin finden. Fragt draußen den Handwerker, warum jetzt für dieses System, für sein Haus, das so geplant wurde. Entweder kann er euch ja sagen, ja Mensch, der Hersteller sieht das vor, bei der Größe, das steht hier in der Planungsunterlage, soll der Puffer. Wenn das die Antwort ist, dann könnt ihr euch auf die Herstellervorgaben auch verlassen. Oder er sagt euch, Mensch, ich habe die und die Größe berechnet wegen der und der Sperrzeit. Oder wegen dem Nachtmodus. Wenn er euch diese Antworten gibt, dann könnt ihr euch darauf verlassen. Wenn er die Schultern zuckt und euch keine Antwort gibt, dann seid ihr bei ihm leider falsch. So, das so als Tipp einfach mal. Okay, dann vielen, vielen Dank dafür. Wenn du möchtest, dass ich nochmal ein Video mit dem Marcel aufnehme, dann drück doch jetzt den Daumen nach oben. Ansonsten findest du hier das erste Video, was ich mit dem Marcel schon gemacht habe. Hier kommst du zum Kanal von Marcel und ich habe auch noch auf forum.schlau-energiesparen.de ein Forum eingerichtet. Dort können wir jetzt auch weiter diskutieren über Pufferspeicher. Also wenn du überlegst, wie du den Pufferspeicher für dich planen sollst, dann hau das doch ins Forum. Den Link dazu findest du auch hier drunter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald!